Leute, herzlich willkommen zu einer Survival Games Folge auf dem Gomma HD Server. Wir spielen heute die Map Mobility Games und wir kommen jetzt zur ersten Folge von Krokus TV, was ging die Woche. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, man soll doch das die Krokuswochen nennen. Und wir machen das auch so. Oh, die Recognition Shirt läuft. So, also wir nennen das Ganze die Krokuswoche. Und da erzählen wir, was so geschehen ist und so. Und jetzt ist einfach so, ich war vom Montag bis gestern war ich in einem Lager von der Schule aus, so in einem Sportlager, und es hat mir nicht sehr gut gefallen, außer so das Essen war nicht so der Hammer, denn ich hatte die ganze Zeit noch Bauchschmerzen und so. Und konnte am Abend nicht richtig mit dem Sport mitmachen, obwohl es coole Angebote gab. Und ja, das ist eigentlich von mir, von meiner Seite ist das eigentlich alles. Wen es interessiert, ich habe, das war im Kanton Wallis in der Schweiz. Für die, die es nicht wissen, dass wir von der Schweiz kommen. Und dann haben wir noch was gemacht. Ja, es ist ja, ich mache ja die Lehre als Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau. Und da mussten wir halt ein bisschen beim Dorf kennenlernen, mussten wir Sachen abzeichnen und so. Zeichnen so von freier Hand ist nicht so meine Stärke, aber ich habe mir Mühe gegeben und eine 5 bekommen. Die, die jetzt denken, boah, Junge, ist der schlecht. In der Schweiz ist gerade umgedreht. Da ist die 6 die beste Note und die 1 die schlechteste. Also das heißt, die 5, logischerweise die zweitbeste. Und da vorne ist ein Typ und der hat sehr gute Ausrüstung. Aber die kämpfen. So, gehen wir mal drauf. So, ich kann auch jetzt auch sagen noch, ich habe jetzt so ein neue Tastatur und neue Maus. Ich habe mir so ein Rocket Set geholt und das ist echt klasse. Ich habe jetzt die Tastatur Illuminated von Rocket und die Rocket Lua. Also ich weiß, es gibt auch noch andere, der Januku, der hat ja auch eine Rocket, aber ich weiß nicht ganz genau, welche das ist. Es ist einfach so, ich habe mir die Rocket Lua geholt, da ein Kollegen von mir die auch hat, und ich finde es jetzt so fürs Blockhitten, es geht übelst schnell einfach, und vielleicht fühlt sich das nur so an, vielleicht ist es so, ich keine Ahnung, ich konnte einfach mal mit dieser Maus mal so spielen bei ihm und ich fand das eben echt klasse. Darum habe ich mir gerade so ein Set geholt. So, ich weiß jetzt nicht gerade so die spannendste Survival Games Folge, wollte einfach mal erzählen, was in der Krokuswoche so ging. Ich könnte eigentlich verzaubern gehen, aber ja, komm, Juno. So, ja, der Januku bei seiner Woche, wie ihr sehen könnt, der wäre natürlich dabei. Er fühlt sich erst auf guten Wege zur Besserung. Ist einfach so, er fühlt sich immer noch nicht 100% topfit. Darum hat er selbst gesagt, mach noch die Folge alleine. Und darum habe ich so gedacht, okay, machen wir mal direkt die Krokuswoche. Komm, ein Level bitte. Schutz, das ist gut. Komm. Schusssicherheit. Ja. So, 3 Sekunden Deathmatch, wenigstens eine Deathmatch-Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gewinnen werde. Wahrscheinlich nicht, denn ich habe auch noch keinen Bogen. So. Wie ist, was ihr noch sehen könnt, respektive wenn ihr auf unsere Abonnentenzahl geguckt habt. Wir haben 30 Abonnenten erreicht und das freut der Januk und ist übelst. Es ist einfach krass, dass wir so doll gefeiert werden. Und es ist einfach so, dass das Abonnenten-Special, was wir euch versprochen haben, das kommt. Das wird kommen in den nächsten paar Tagen. Wird ja eben wie angetönt einen Skin-Dingens geben. So, den haben wir einen Riesenboost gegeben. Aber mit einem Goldapfel, ne? Vielleicht können wir. Boah, was hat denn der?
Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Kurz nachfragen. Und jetzt gehen wir drauf. Oh, die haben beiden Goldapfel, ne? Oh, Dennis, hat der gelieft oder was? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen abstauben, aber hier ist eine gute Folge von der ersten Folge reinbringen, ne? Und das ist hoffentlich verständlich für euch. Oh, krass. Es geht natürlich ein fettes JJ. Und dann hätte ich gesagt, das war's von der ersten Folge, die Krokuswoche. Und freut euch auf jeden Fall auf das Abonnenten-Special. Und was ich noch sagen will ist, bitte sendet mir doch das Best of ein, wenn ihr schon eins gemacht habt. Das wäre übelst nett von euch. Ihr werdet natürlich in einem separaten Video erwähnt, das ist klar. Und dann hätte ich gesagt, machen wir die Folge nicht noch länger. Und hätte gesagt, adieu, ciao Leute.